sind maximal 8er Lights drin. In Badget und LTTB spielen wir. Oh, hallo LTTB. Okay, wissen wir schon mal, wo der ist. Frage, wo ist die Badshot? Das ist ein Leopard einfach hier vorne. Alles klar. Und der T-92 macht Dinge. Ich glaube, ich habe sie getrackt, oder? Ne, habe ich nicht. Ich habe sie nur gehittet. An sich. Der T-92 macht Dinge. Der LTTB steht da, glaube ich, gar nicht so gut. Hätte ich, glaube ich, auch sehr sneaky sein können. Ja, ich bin gerade so ein bisschen Frosch im Busch. Ich spiele gerade ein bisschen Frosch im Busch. Ja, macht sie weg. Wir werden Saladin einfach rum, ne? That is bloody lovely. Lol, das ist gerade am Leopard abgeprallt. Einfach am Leopardturm abgeprallt. Alles klar. Da haben wir doch schon mal 800 Spotting. Ja, kannst du ganz viel wiedergeben. Ich habe sogar noch welche, die sind deaktiviert. Ich wechsle aber mal ein bisschen hin und her. Problem ist jetzt, wenn ich näher ranfahre. Wenn ich dann näher ranfahre, kriege ich, glaube ich, auf den Sack. So gut bin ich nicht im Spotten. Vor allem, weil die Badshot ja auch noch hier rumsteht. Und das ist ein Leopard und eine Badshot. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe mich tatsächlich erschreckt. Scheiße. Ich glaube, es wäre trotzdem meine Aufgabe, hier ein bisschen Dinge zu tun. Solange wir hier noch die Geduld der Leute haben und die hinter uns stehen. Nicht bonken. Ich habe nichts getan. Und LTTB offen. Das bin ich immer als Leid. In Danger bin ich da immer als Leid. So. Da habe ich eine Quelle 15 gespottet und da habe ich einen Leo gespottet. Du musst halt nur immer den Leo treffen und pennen. Das wäre halt gut. Ja, der will mich jetzt in den Proxy-Spot setzen, die Sau. Ja, ich darf aber nicht zurückfahren, sonst wäre ich da von da oben getroffen. Gut, aber es ist eine 8er Light gegen ein 10er Medium. Ich finde das eigentlich okay, dass ich dafür, wenn keiner was tut, im Proxy bin. Ja, er will mich reinbaiten, deswegen guckt er von mir weg, dass ich hier reinfahre und dann dreht er sich schnell und snappt. Mal wetten? Ja, ist er? Nee, Leo. Nicht so. Dass ich jetzt hier halt nicht mehr wegkomme, ist ein bisschen doof. Oder auch nicht. Hm. Ein Conway gespottet, sehr schön. Lol. Wow. Das waren 1000. Ich glaube, hier kann nicht mehr viel hinter ihm stehen, dem Leo. Aber da kann noch was stehen. Ist alles gespottet gewesen. Einmal 10er Mediums als 8er Light auf den Sack gehen. Das ist doch geil. So, Pant und LTTB interessieren sich nicht für uns. Irgendwo ist noch eine Badge 12T allerdings gewesen. Ich glaube nicht mehr, dass die noch hier ist. Ich glaube nicht, dass die noch hier ist. Sind wir da mal ehrlich. Wir haben leider die andere Seite verloren. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt hier gerade wirklich vorwärts fahren will. Ja,
Da ist wahrscheinlich jemand drin. Ne, Badger ist immer noch hier. Alles klar, Badger. Nehmen wir dich doch erstmal raus. Das ist auch eine erstaunlich gute Runde für einen chinesischen Light. Bin ich ehrlich. Wir könnten das durchcappen, tatsächlich. Wäre eine Option. Beim Minotaurus ziemlich slow. Boah. Mit dem Snipen, die Aim-Time. Ich helfe dir, STB. Ich treffe sogar alles. Es geht. Also ich habe unfassbar viel Damage gerade für einen 8er Light. Gegen 10er. Eine 4K-Runde ist insane für mich. Ich meine, man sieht im Durchschnitt, bei 800 bin ich bei 55% Gunmark. Bei 800 combined. Der fährt runter, der Concept. Frage ist, wo ist Minotauro? Hallo. Ich habe ein bisschen Angst, plötzlich vor dem zu stehen und eine 400er Schelle zu kassieren. Ehrlich gesagt. Er ist nur relativ langsam, da kann ich mich schön dahinter stellen und ihn einfach abfahren. Das ist nett. Nee, ich will es nicht kassieren, danke. Sehr schön. 2,7 Damage, 2,2 aufgeklärt. Ich fühle mich hier sehr, sehr nützlich. Das war eine richtig fette Runde. Geiler Start. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich die Badshot aufgeklärt habe am Anfang. Weil die hat wahrscheinlich geschossen, ansonsten kann ich die nicht aufklären. Ist der Panzerass. Ich sag doch, das war eine richtig, richtig gute Runde. Alilo Leon Air TTV. Wunderschönen guten Tag. Das war, ja, danke, 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 danke. Also, unser T92 hat aber auch mit 3 gespielt. Sehr, sehr geil. Holy fuck. Jo, einfach mal eine 10er Runde als 8er chinesischer Light. Das sind nämlich die sind nicht so wahnsinnig gut im Light-Side eigentlich. Dafür haben sie ein bisschen Gun. Einfach Top XP. Ich hätte einen Booster anmachen sollen, wa? Das wäre smart gewesen.